Willkommen zurück zu Diablo 3. Ein paar kleine Patches gab es vor kurzem, nämlich vor mein Spielstart. So. Und hauptsächlich Komfort-Patches. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Hier sollten Sie euch mal ansehen. Und zwar haben wir hier die Kane-Chronik, die bewirkt, dass unidentifizierte Gegenstände sofort identifiziert sind. Das ist ein richtig geil. Das ist richtig cool. Ich kann sie im Prinzip seltene Gegenstände mit Fragezeichen hier reinballern und dann fertig. Und hier kann ich, glaube ich, direkt mehrere auswählen. Vorher habe ich ja zack und zack und zack und zack. Hier kann ich direkt die Anzahl einstellen. Das ist so geil. Und noch besser, das zeigt mir nämlich jetzt an, dass ich genau 39 perfekte quadratische Topazes machen kann. Und da sehe ich, das ist so geil. Das sehe ich jetzt erst alles. Dasselbe gilt auch hierfür. Das heißt, ich kann genau sehen, wie viel ich mache. 144 Lederdinger, nö, ist klar. Also, mit anderen Worten, das wird direkt aus der Truhe verlinkt, also ich kann das dann direkt benutzen. Ich muss mal einmal kurz was machen. Da sind Sachen irgendwo hingeflogen, wo sie nicht hin sein sollen, nämlich die hier. Die sollen hier rein. Ja, der Schild würde tatsächlich noch, hat Plus. Der hat tatsächlich Plus. Ihr habt richtig gesehen. Oh, selbst der Gürtel ist schlecht, okay. Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hierher gekommen. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pech verfolgt, nicht? Hey, guck mal. Immerhin. So. Was haben wir jetzt? Belial, wir haben Belial geschlagen, genau. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Im dritten Akt von Diablo 3. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Ich trotze dir. Ich weiß,
der Schlüssel. Und er wird mir gehören. Meine Armeen werden sich aus dem geborstenen Berg ergießen und diese Welt und jede Hoffnung zerschlagen. Meine Diener werden den Stein finden, wo auch immer du ihn versteckst. Dann endlich werde ich Asmodan herrschen. Als das oberste Übel. Lea, geht es euch gut? Sprecht mit mir, Kind. Ariad, die Dämoneninvasion kommt vom Ariad. Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Es verbleibt nur noch Asmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. War das mal ein geiles Video? Und ja, scheiß die Wand dann. Das war Asmodan. Und Leute, Asmodan ist der coolste Herrscher der Hölle, den ich jemals gesehen habe. Seine Stimme ist geil. Und er selbst ist einfach nur die pure Geilheit in Dämonengestalt. Er ist ja auch der Herrscher der Sünde. Also von daher sündigen wir. Nee, aber richtig geil. Also ist auch echt mal einer meiner Lieblingsgegner im Spiel. Und gegen den müssen wir antreten. Und wir sind hier auf der Bastion. In der Nähe des Ariad-Kraters. Wachturm der Bastion. Tyrael. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht, ihr werdet dort unten gebraucht. Ja. Vor einigen tausend Jahren eurer Zeitrechnung, auf einem fernen Schlachtfeld, stand ich über Asmodan mit erhobenem Schwert, um ihm den Todesstoß zu versetzen. Ihr habt ihn nicht getötet? Nein. Einer meiner Brüder, Ardleon, rief um Hilfe. Ihr habt euch entschieden, eurem Bruder zu helfen? Ja. Und nun bedroht Asmodan erneut alles, was mir etwas bedeutet. Ardleon war euer Verbündeter. Eine noble Entscheidung. Das habe ich jetzt auch erkannt. Ich wünschte, meine Engelsbrüder würden es genauso sehen. Fühlt ihr euch anders nun, da ihr aus Fleisch und Blut seid? Die größte Veränderung ist wohl, dass ich sterben werde. Ein sterbliches Leben bietet mehr als nur den Tod. Aber das ist der Unterschied. Für einen Sterblichen ist jeder Augenblick kostbar. Alles ist bedeutsam. Eine erhebende Erfahrung. Ich wusste, dass Soltun Kull etwas Besonderes war, von dem Augenblick an, in dem ich ihn kennenlernte. Er verfügte über einen scharfen Verstand für alles Arkane.
Während der Jagd nach den drei war er der Träger der Seelensteine und muss sie intensiv studiert haben. Auch wenn er eine Anomalie ist, so ist der schwarze Seelenstein doch ein Zeugnis seines Genies. Der schwarze Seelenstein wurde als Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Dreien entworfen. Sie waren erschaffen worden, um einzelne Dämonen gefangen zu halten. Aber Kull hatte vor, gleich mehrere einzusperren. Doch der schwarze Seelenstein hat seine Makel. Er kann so viele Dämonen nicht für lange Zeit festhalten. Wir müssen Asmodan in ihm einsperren und ihn dann zerbrechen, sodass all diese Übel nicht wiedergeboren werden können. Von den vielen Dingen, die mich an Menschen so faszinieren, ist das Großartigste ihr endloses Streben nach Wissen. Engel glauben, dass alles Wissen in der Schriftrolle des Schicksals niedergeschrieben ist. Deshalb findet man Wissbegier nicht allzu häufig unter den Engeln. Ironischerweise ist mein Verdacht bestätigt worden. Tatsächlich wissen die Engel nicht alles. Die Welt mit den Augen eines Sterblichen zu sehen, hat mir einiges gegeben, worüber ich weiter nachdenken muss. Auf jeden Fall interessant. Erzählt mir von eurem Bruder die ganze Wahrheit. Wir haben einst zusammengearbeitet. Ich gab ihm ab und zu Hinweise über geplante Raubzüge. Und er kam mit seinen Wachen hinzu und tat so, als wären es glückliche Zufälle. Aber eines Tages kreuzte er zu früh auf. Als ihr die Bank der Handelsgilde überfallen habt. Ganz genau. Einige der Wachen schöpften Verdacht. Sie glaubten, er wäre darin verwickelt und seither rottet er in einer Zelle in Königshafen vor sich hin. Ich konnte entkommen. Ihr fühlt euch sicher verantwortlich dafür, was ihm geschehen ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich fühle. Dann schauen wir mal, was der zu sagen hat, der... Alter, ist das laut auf dem Ohr und so? Entzünde die Signalfeuer auf den Wehrwellen der Himmelskrone. Selbst in Ivgorod sind die Legenden der mächtigen Festung namens Bastion bekannt. Doch wie ich sehe, ist sie leider nicht mehr das uneinnehmbare Bollwerk, das sie einst war. Mit aller Kraft... Was merkwürdige Situationen angeht, ist diese hier klar unter den Favoriten. Seid ihr sicher? Nun, da gab es das eine Mal mit der blonden Schankmalt und den Hühnerfedern. Ja, danke. Mit aller Kraft klammert sie sich ans Leben, dem Angriff Asmodans Armeen zum Trotz. Doch die Verteidiger sind des Kampfes überdrüssig. Ihre Entschlossenheit ist dahin. Ich muss ihnen neue Hoffnung geben. Und dafür sagt mir die Stimme. Ich habe hier einen Saft stehen, direkt hier neben. Sollte eigentlich klappen. Die Waffenkammer der Bastion. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er begehrt auf. Er widersetzt sich. Sie flüstern mir aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Es ist eine schwere Bürde, aber das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Ihr seht nicht gut aus, Lea. Kämpft der Stein gegen euch an? Es wird schwieriger, aber es ist nichts, womit ich nicht umgehen könnte. Die Dämonen tosen und wüten, um ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Ihre Raserei wird mit der Zeit nur noch zunehmen. Lea ist sehr tapfer, aber wir sollten uns besser beeilen, bevor ihre Stärke nachlässt. Asmodan wird fallen und wir werden ihn in den schwarzen Seelenstein einsperren. Die Götter haben es mir befohlen. Nur Narren feiern den Sieg schon, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Zusammen mit Belial befahl Asmodan mehr als 3 Jahrhunderte lang über die alles verschlingenden Horden der brennenden Höllen. Seine Gerissenheit geht über jede Vorstellungskraft hinaus. Von gierigen Menschen gemachte Pläne können leicht zerschlagen werden. Bei Dämonen ist es ganz genauso.